Moin moin und hallo, mein Name ist Hoover und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Mudrunner. Wir sind auf der Karte Riazan unterwegs und in der dritten Folge haben wir, beziehungsweise bis zum Ende der zweiten Folge, haben wir 10, 16 Punkte Holz erspäht auf der Karte, was ein Drittel des zu beliefernden Holzes darstellt, denn insgesamt müssen wir 48 Punkte verteilen. Ich habe auch gelesen, dass man möglichst ja 4 und 4 Punkte und 6 und 3 Punkte liefern soll und eben nicht irgendwas verschenken soll, indem man zum Beispiel 4 und 6 Punkte liefert oder 4 und 3 und 3, denn sonst könnte es mit dem Holz ein bisschen knapp werden. Aber im Moment haben wir noch nicht mal genug, beziehungsweise wir haben 16, habe ich gesagt, gefunden. Das heißt, wir könnten zwei der sechs Lumbermills beliefern und das reicht natürlich bei weitem nicht aus. So, eine Sache ist mir noch aufgefallen und zwar haben wir ja den C4310 gefunden. Wo ist der denn überhaupt da? Und zwar ist das dieser hier, der ja bis auf 12 Lebenspunkte eigentlich komplett kaputt ist. Und was mir gar nicht aufgefallen ist, weil dieser Wagen immer so aussieht wie ein normales wie ein normaler Wohnwagen, das ist, dass hier ja auch noch der Garagentrailer steht und der bringt ja auch zwei Garagenpunkte. Das heißt, ich würde den eigentlich ganz gerne direkt zur Garage bringen, müsste aber einen Wagen finden, der den ziehen kann. Und da könnte ich entweder den 6317 nehmen oder ich nehme eben den 4310, müsste den aber erst reparieren. Und da ist mir eingefallen, dass wir ja einen Wagen gefunden haben, der extrem viele Reparaturpunkte bei sich trägt. Und das müsste eigentlich dieser C255 sein. Und was staubt denn da so? Das müsste der hier sein. Genau, der hat 1268 Reparaturpunkte und hat auch noch ein bisschen Fuel. Und hier im Niemandsland nützt der ja sowieso niemandem etwas. Und deswegen habe ich mir jetzt erstmal vorgenommen, den fahre ich jetzt erstmal hier nach oben. Der ist ja auch nicht so weit weg. Und würde den jetzt vielleicht mal auf den Weg schicken. Bei dieser Map ist eigentlich ganz interessant, sonst weiß man ja, wo man langfahren muss. Hier kann man eigentlich wirklich überall langfahren. Das Gefährliche ist dann immer, sage ich mal, an solchen Stellen wie beispielsweise hier oder hier, haben wir ja schon festgestellt, dass das Wasser doch gerne mal ein bisschen tiefer ist auf dieser Map. Und ja, ich denke aber, dass wir vielleicht trotzdem mal diesen Weg hier einschlagen werden. Das heißt, ich setze mir hier einfach mal so ein paar Wegpunkte und dann vielleicht irgendwie hier reinfahren und dann hier hoch. So, dann kann es losgehen mit dem C255. Der ist vollgetankt. Eigentlich, naja, der hat hinten da irgendwie... Ist so ein bisschen schade, dass dieser Anhänger nicht noch wirklich auch Reparaturpunkte in Form von, was weiß ich, irgendwelchen Taschen oder Kisten oder so dabei hat. Man sieht eigentlich nur den Teil, der Fuel beinhaltet. Nee, plus eins will er hier nicht. Wir gucken mal, vielleicht kommen wir ja gleich nochmal in den Plus 1. Jetzt. Okay, ein bisschen vorausschauend müssen wir hier schon fahren. Ich weiß, dass wir auch mit dem T16, mit dem kleinen roten Traktor hier vorne, fast in das Tiefe reingefahren wären. Denn hier war irgendwo eine Stelle, die nicht ganz so tief war.
da rechts, glaube ich, eher, oder? Es ist, glaube ich, alles ziemlich tief, aber es dürfte eigentlich dem C255 auch nicht ganz so viel ausmachen. Ich lasse den mal hier an dieser Stelle übersetzen. Ja, das kann der ab. Den Anhänger kriegt er auch mit rübergezogen. So, und jetzt müssen wir aber doch ein bisschen weiter uns links halten. Oh, das war hier auch wieder ein Loch. Und bei dieser Map nicht vergessen, immer aktiv ein bisschen gucken, ob man noch irgendwo versteckte Hölzer sieht. Halt! Ja, das ist aber noch okay. So, diese im Wald oder im Sumpf herumstehenden Stämme, die keine Blätter tragen, die kann man eigentlich auch immer getrost umfahren. So, weil da oben aber direkt auch eine Lumber-Mill ist, ist das auch eher unwahrscheinlich, dass hier direkt gegenüber Stämme liegen. Ja. Ich verfolge jetzt lieber erstmal die naheliegenden Ziele. So, hier ist es auch nicht so tief. Können wir auch durchfahren. So, jetzt 100 Meter in diese Richtung. Das hier zum Beispiel, das ist ein richtig tiefes Loch. Und da haben wir ja mit dem 6317 gesehen, wie schnell das geht. Dass man da nicht aus eigener Kraft wieder rauskommt. So, hier fahre ich auch nicht durchs Wasser, sondern fahre hier durch die Bäume durch. Und gehe jetzt aber nochmal in den Plus 1. So, und jetzt können wir aber diesem Weg hier folgen. So, da vorne sehe ich doch schon die Gebäude. Ja, plus eins geht nicht mehr. Und so richtig mittig kann man hier auch nicht auf diesem Grat lang fahren. Da rutscht man entweder nach links oder rechts weg. Aber wir haben Zeit. So, direkt rechts neben uns gucken wir auch wieder auf eine Lumbermill, beziehungsweise sind hier sogar zwei, eine dort und eine etwas weiter noch nördlich. So, hier müssen wir rein. Gucken wir nochmal, ob der Plus 1 gewollt ist. Jawohl. So, das heißt, wir reparieren jetzt mal. Wir haben über 1200. Ich komme nicht ganz ran. Okay, dann muss ich mal ein Stückchen vorfahren. Dann stelle ich mich mal hier so neben den. So, jetzt müsste das doch aber gehen.
Ah, die Kamera. Wie immer der natürliche Feind des Mudrunner-Spielers. Hä? Ah, okay, so geht's. Jawohl, komplett repariert. Ich frage mich, warum hier so viel Benzin verteilt ist auf der Map. Wobei ich meine auch gelesen zu haben auf der stmods.ru-Seite, dass man, bin ich jetzt auf dem richtigen schon, ja, dass als zusätzliche Herausforderung könnte man theoretisch auch ohne die Garage freizuschalten diese Map spielen. Naja, aber von großartigen Herausforderungen habe ich seit Longwatch 3 erstmal die Schnauze voll. Und außerdem muss man sagen, dass es auch erstmal herausfordernd genug ist, überhaupt hier die Holzlieferung später zu machen, ohne zu wissen, wo die Hölzer überhaupt alle liegen. Okay, das ist erstmal wunderbar gewesen. Wir haben den repariert. Dann würde ich jetzt den C255 erstmal hier aus dem Weg bringen. Das heißt, oh, jetzt muss ich wieder rückwärts fahren. Eine Spezialität in diesem Spiel. Wie ihr seht, kann ich das immer noch nicht besonders gut. Wobei das schon besser ist als so muss ich. So, und dann kann ich aber hier einschlagen. Und stelle mich mal zunächst mal hier an den Rand. Oder ich fahre erstmal raus und stelle mich hier an die Straße. So, kommt der da an mir vorbei? Ja. Okay, dann können wir wechseln auf den 4310. Der ist jetzt repariert und der braucht auf jeden Fall diesen Anhänger mit dem Treibstoff eigentlich erstmal nicht. Das heißt, den. Na? Geht nicht. Warum kann ich den Anhänger nicht loswerden? Ich starte den mal. Detach Trailer. Macht er nicht. Warum kann ich den Anhänger nicht loswerden? Trailer Lock. Das verstehe ich nicht so ganz. Also, ich kann fahren. Add-ons Trailer Lock. Was ist denn das Trailer Lock? Detach Trailer. Ah, okay. Ich habe einfach nur lange gedrückt. Und das geht natürlich nicht. Ja. Und dann setze ich mich mal hier vor den Garagentrailer und hoffe, dass ich den anbauen kann. Jo, das funktioniert. So, das ist der klassische Garagentrailer. Ah. Ohne Bereifung. So. Wir sind vollgetankt. Wir haben auch selber noch Treibstoff dabei. Und wir kommen hier auch gut an dem C255 vorbei. Wunderbar. So, ich gucke jetzt noch mal eben auf die Map. Könnten eigentlich mal diesen Watchpoint hier noch mitnehmen und dann auf dem Weg, also auf dem Weg zur Garage, diesen Watchpoint freischalten. Das heißt,
Das hier sind ja alles Wege. Hier geht auch ein Weg lang. Ich fahre mal bis hierhin und dann setze ich mir mal diesen Wegpunkt, diesen Wegpunkt, diesen Wegpunkt. So, und dann geht die Reise los. Wobei, Moment mal, heißt das mit dem Garagentrailer so eine schlaue Sache? Wahrscheinlich nicht. Nee, nee, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Dann fahren wir hier lang und dann fahren wir diese gerade einfach mal runter. Wir haben ja Zeit. Niemand hetzt uns. Dieser Weg hier alleine dürfte schon ein Problem werden mit dem Trailer. Der könnte dann auch mal schnell kippen in diesen Furchen. Naja, gucken wir mal. Zumindest können wir ihn erstmal ganz gut hinter uns herziehen. So, er kippelt zwar, aber er fällt nicht um. Jetzt wird der Weg auch ein bisschen besser. Könnte hier direkt mal, wenn es bergab geht, mal versuchen, mal hochzuschalten. Zack. Jawohl. War das das Wolfsgeheul? Ja, also ich glaube, diese Map hat ihre eigenen Soundeffekte. Das ist ja hier so ein bisschen wie der Hund von Baskerville, nachts im Sumpf. So, immer Augen offen halten. Was ist hier rechts von uns? Ist das ein verlassenes Haus? Vorsicht, nicht gegen Bäume fahren. Mal kurz gucken. Rechts von uns, da ist auch der T16 noch unterwegs. Der könnte auch mal irgendwann etwas weiter Richtung Garage dann fahren. Huch, ich bin ja ein bisschen vom Weg abgekommen. So, es ist ziemlich eng hier, aber bislang bin ich nirgendwo gegen gefahren. So, bis hierhin hatte ich mir meine Wegpunkte gesetzt. Dann muss ich gleich noch mal auf die Map gucken. So, wir können hier noch mal wieder ein bisschen links und rechts gucken. Ah, wenn diese Bäume nicht immer in der Kamera wären. Kann hier aber wieder nichts erkennen. So, wir müssen. Wo ist Norden? Da ist Norden, okay. Guck noch mal hier, wie sieht das hier vor mir aus? Das ist immer noch ein Weg. Ich glaube, den fahren wir einfach erstmal weiter geradeaus. So, hier kommt gleich so eine Art Kreuzung vor uns.
Gucken wir noch mal eben. Ja, also am ehesten. Ja, ich setze mir einfach mal die Garage als Wegpunkt. Wobei dieser Wegpunkt nicht so wirklich sinnvoll ist, ne? Weil wir da nicht durch den Wald fahren können. Wenn wir hier hinkommen würden, dann wären wir auf jeden Fall auf einem Weg. Oder wir kommen auf den breiten Weg hier. Das wäre eigentlich noch besser. Das heißt, hier rechts geht auch ein Weg lang. Aber der geht wahrscheinlich eher weiter weg geradeaus. Der macht dann so eine leichte Linkskurve. Ich glaube, ich fahre einfach mal hier querfeldein und hoffe, dass das hier nicht zu tief ist. Oh, komme ich mit dem Anhänger vorbei? Jawohl. So, und das sieht eigentlich auch nicht schlammig aus hier. Das ist eher hügelig, aber oder huckelig. Das ist aber eigentlich nicht so ein Problem. Klappt eigentlich alles wunderbar. So, da vorne ist noch ein Wegpunkt. Den können wir doch aber direkt mal mitnehmen. Es sei denn, der liegt im Wasser. Das sieht so aus. Ich fahre mal hier vor. So, dann detachen wir nochmal den Trailer. Und ich hole mir einmal diesen Watchpoint hier ab, ohne den Trailer. Ja, da ist auf jeden Fall Wasser. Aber hier rechts sieht das so aus, als könnte man da gefahrlos rüberfahren. So. Also keine weiteren Fahrzeuge, aber zumindest kennen wir uns jetzt hier ein bisschen besser aus. Okay, ich hätte den Garagentrailer eigentlich doch dran lassen können und hätte gleich hier rüberfahren können auf die Hauptstraße. Vorher gucke ich mich jetzt aber hier nochmal wieder um. Kann aber auch hier wieder kein neues Holz erkennen. Okay, dann fahren wir zurück zu unserem Trailer. War ja dann doch nicht so gefährlich, die Aktion. Halt noch ein Stückchen. So. So. Jetzt gucken wir doch noch mal. Wollen wir das machen? Ja. Das hat ja eigentlich ganz gut. Ich muss geradeaus, muss vorwärts. So, und das müsste doch eigentlich jetzt schon dieser breite Weg sein, der uns dann in Richtung des Ortes führt, linksrum. Jawohl. Moment. Das sieht auch nicht wirklich tief aus. Dann können wir auch ruhig hier links lang fahren.
Wunderbar. So, hier links steht der 6317. Der hatte ja zu Ende der letzten Folge hier noch einen Watchpoint freigeschaltet und noch Kurzholz gefunden, nachdem er den A968M zur Garage gebracht hat und den Kühlschrank abgeliefert hat, der uns schon mal den ersten Garagenpunkt eingebracht hat. Und jetzt werden wir gleich dem zwei weitere Garagenpunkte hinzufügen, indem wir diesen schicken Anhänger dort abliefern. Ein Kühlschrank, einen hässlichen Anhänger und die Garage ist schon fast betriebsbereit. So. Zack. Wollen wir unloaden? Das wollen wir. Ching. So, Garage unavailable. 3 von 4. More points required. Ja, das ist mir klar. Dann stellen wir uns jetzt aber auch erstmal hier irgendwo... Ah, wir stellen uns mal neben den kleinen A968M. So, wunderbar. Dann können wir den Motor ausmachen. Wir können das Licht mal ausmachen. Ah, ist das schön leise. So. Jetzt überlegen wir mal zunächst richte ich erstmal die Karte wieder nach Norden aus. Wir brauchen jetzt noch diesen einen Garagenpunkt hier oben. Und ja... Das Fahrzeug, was am weitesten hier oben ist, das ist der T16, der kleine Trecker. Und ich glaube, mit dem werde ich in der nächsten Folge dann einfach mal hier ein bisschen weiterfahren und gucken, wie der sich so weiterhin schlägt. Wir haben hier noch diesen einen Watchpoint, da könnte eventuell der Kirovets, der K700, sich drum kümmern. Der steht hier noch von seiner Rettungsaktion, von dem C6317, den er aus der Pfütze gezogen hat. Ja, den Zetor und den MTZ-82, unsere beiden Traktoren, die haben wir noch gar nicht irgendwie benutzt. Mit denen könnte man eventuell dann auch mal in einer der folgenden, in einer der nächsten Folgen mal hier weiter im Südwesten sich ein bisschen umgucken. Aber ich denke, für heute haben wir erstmal genug gemacht. Also, wir sind mit dem C255 hier in den Nordosten gefahren, haben den C4310 repariert. Und mit dem sind wir dann mit 2 Garagenpunkten bis in die Ortschaft gefahren und haben jetzt 3 von 4 Garagenpunkten, sodass es so langsam so aussieht, als könnten wir demnächst mal unsere Fahrzeuge hier auch ein bisschen ausstatten, ausrüsten, wie auch immer. Okay, ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an dieser Folge. Ich würde mich freuen, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Wünsche euch bis dahin alles Gute und sage Tschüss.